schwierig, weil so ein Spiel erlebst du ja nicht so oft. Wir haben aus ganz wenigen Fehlern einfach 4 Tore bekommen. 5 Schüsse aufs Tor, 4 Tore. Es ist nicht so einfach zu verarbeiten, ist klar, weil es halt so bitter war, weil die Leistung unserer Mannschaft eigentlich in Ordnung war. Der erste Eindruck war einfach der, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber einfach außergewöhnliche Tore bekommen haben. Ja. Wenn du so kleine Fehler dann, oder machen wir es mal so, 90% oder über 90% aller Tore in der Bundesliga fallen außerhalb vom 16er. Und wenn du dann 3 Tore kriegst aus Fernschüssen, dann ist es schon außergewöhnlich. Und es waren alle 3 besondere Schüsse. Nur bei dem 3. Tor, als Uca zwischen die Innenverteidiger durch kann und dann den Ball reinschießt, da haben wir einen Fehler gemacht, einen gravierenden. Aber die anderen führen normalerweise nicht zu Gegentoren. Und deswegen ist es natürlich schwierig für die Mannschaft, natürlich das zu verarbeiten. Aber wir haben immer mal wieder Rückschläge schon verarbeitet und das wird die Mannschaft auch wegstecken. Ja. Schlimmer wäre es, wenn die Leistung gravierend schlecht gewesen wäre und die war sie nicht. Und deswegen bin ich als Trainer einfach dann natürlich auch gefordert, um die Dinge auch klar und nüchtern anzusprechen und nichts schön zu reden. Aber es war, wie gesagt, eigentlich das meiste gut. Wir haben unglaublich viel Torschancen rausgespielt, aber wir waren auch in der Defensive eigentlich gut gestanden. Ich hatte gestern auch das ganze Spiel über, so ging es glaube ich jeder am Stadion, wir hatten immer ein ganz gutes Gefühl, dass wir ganz gut stehen. Kein Vergleich zum Beispiel zur letzten Saison, aber einfach wollte der Ball für uns nicht oft genug ins Tor und jeder Ball, der auf unser Tor kam, wollte irgendwie rein und hast du einfach das notwendige Spielglück dann auch nicht gehabt und das musst du dann akzeptieren, ja, außergewöhnliches Spiel, ich glaube, dass so eins nicht nochmal vorkommen wird. Wir gehen unseren Weg genau so weiter, wir haben in Gladbach verloren gegen guten Gegner, gestern unglücklich, aber es kann auch sein, wir verlieren in München, das ist nicht unbedingt ausgeschlossen, dass du da vielleicht nichts mitnimmst, aber das bringt uns von unserem Weg nicht ab. Wir sind mit einer guten Punktzahl in einer komfortablen Situation aktuell und wollen da einfach bestmöglichst noch bis zum Winter punkten, egal gegen welchen Gegner dann auch. Aufgrund des Spiels gestern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mal ein paar Tage auseinander sind, wenn die Jungs mal so ein bisschen verstreut sind. Wir haben dann 10, 11 Spieler bei den Nationalteams unterwegs. Ist vielleicht gar nicht so dramatisch. Und wenn wir dann ab nächste Woche Mittwoch wieder alle Jungs beieinander haben, können wir wieder mit klarem Kopf an die Aufgaben rangehen. Und dann gehen wir ganz sauber die nächsten Spiele an. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir dann mit diesen Leistungen auch wieder punkten.